Hi, ich bin hier in Dortmund-Brakel und treffe mich heute mit Herrn Hensel und darf ihn einen Tag bei seiner Arbeit begleiten. Als Verkehrsmeister sorgt er für den reibungslosen Betrieb von Bussen und Stadtbahnen. Für mich klingt das auf jeden Fall nach einem abwechslungsreichen Job. Am Ende gibt es dann natürlich auch wieder eine Challenge für mich. Und was das heute ist, schauen wir es uns an. Hallo Christian. Guten Morgen Linda, schön dich zu sehen. Hi, ja schön, dass du mich mitnimmst. Jawohl, ich freue mich auch. Ich zeige dir heute den Verkehrsmeister im Außendienst bei der DSW 21. Okay, ich bin gespannt. Lass dich überraschen. Und wie viele Aufträge hast du so ungefähr am Tag? Das variiert. Mhm. Es können 1, 2 sein, es können aber auch 20 oder mehr sein. Mhm. Also es ist wirklich tagesformabhängig. Funkwagen 238. Funkwagen 238 hört? Fahr bitte mal zur Haltestelle Brunnenstraße der Linie U42. Dort melden die Servicekräfte, dass Bodenfliesen defekt wären und dass da eventuell Stolpergeschwür für Fahrgäste besteht. Funkwagen 238 hat das verstanden. Wir sind auf dem Weg. Okay, das heißt, wir haben unseren ersten Auftrag. Genau. Auf dem Funkwagen haben wir das ganze nötige Equipment, um das zu beheben. Jetzt schauen wir einmal rein. Aha. Ist sogar voll die Dose. Die ist für dich. Bitte schön. Dann darfst du gleich abmarkieren. Wir suchen jetzt die FT1, die Fahrtreppe mit der Nummer 1. Woran An der Seite das? Der Fahrtreppe steht das immer dran. Aha. So, Linda, wir haben die FT1 gefunden. Das ist sie, ja? Genau, stimmt. Das ist die. Das heißt, die Störstelle, die Treppe, die Lose, die muss hier irgendwo sein. Mhm. Ja, hier sieht es gut aus. Schön vermüllt. Ja, das könnte, ja, das sein, könnte schon eine Stolperkante sein. Wenn du magst, kannst du es gerne schon mal markieren. Ich gucke den Rest der Treppe an. Hier haben wir ein verbogenes Gitter gefunden. Oh. Das ist definitiv eine Störstelle. Mhm. Ich versuche das jetzt erstmal manuell gegenzubiegen. Vielleicht klappt es ja. Ja. Und dann schauen wir mal. Wir holen das einfach mal raus. Das ist zu massiv, das kriegen wir nicht verbogen. Und das Schloss ist auch schon verbogen. Ich habe gerade Rücksprache erhalten mit dem technischen Leitstand. Der schickt sofort die Fachabteilung raus. Die sind in den nächsten paar Minuten da und kümmern sich selber um das Anliegen. Also unser Arbeitsauftrag ist ja mit der Dokumentation und mit dem Fotografieren hiermit erledigt. Okay, wir können dann zu dem nächsten Auftrag. Alles klar. Dann wollen wir mal. Müssen wir jetzt noch irgendwie was nachbearbeiten? Funkwagen 238 hört? Ja, Funkwagen 238, betriebsfremde Person im Betriebsgleis Brückmannplatz Richtung Kammstraße. Bitte sofort überprüfen. 238 hat das verstanden, wir allen. Dankeschön. Jetzt haben wir was zu tun. Betriebsfremde Person, das ist gar nicht gut. Das heißt, der Bahnverkehr könnte sogar gesperrt werden. Was genau bedeutet das jetzt? Also eine betriebsfremde Person, die nicht angemeldet bei uns im Tunnel ist, ist eine Gefahr. Es kann eine suizidgefährdete Person sein, es kann ein Sprayer sein, es kann ein Kranker sein, jugendliche Kinder, die vielleicht nur rumspielen. Das müssen wir natürlich jetzt sofort überprüfen. Okay, auf geht's. Alles klar. So, Linda, wir sind angekommen. Hier ist das Betriebsgleis Brückmannplatz. Hier suchen wir jetzt die betriebsfremde Person. Okay. Achte auf jede Lücke. Ich gehe mal voran. Ja. So, Vorsicht, hier haben wir einen Abgang, aber hier ist auch niemand. So, Linda, wir haben Glück gehabt, wir haben keine Person gefunden. Das heißt, wir können unseren Auftrag beenden. Ich melde mich jetzt per Funk beim TL. Mhm. Dann kann der das Licht ausschalten. Das heißt, für den Fahrer ist wieder der ganz normale Regelbetrieb möglich und er kann dann wieder VMAX fahren. Okay. Funkwagen 238, keine betriebsfremde Person gefunden im Bereich des Betriebsgangs. Ja, das konnte ich so aufnehmen. Dankeschön. Danke auch. Dann wollen wir weiter. Mhm. Was ist so das Absurdeste oder so, was jemals passiert ist? Man mag es kaum glauben, wenn man sagt, jetzt, wir haben ein Auto auf der U-Bahn auf den Gleisen gehabt, der es geschafft hat, an drei Haltestellen vorbeizufahren. Und dann ein Auto in der U-Bahn? Ein Auto in der U-Bahn, genau. An der U42, der ist oben an der Harkortstraße reingefahren, ja. Hat es dann geschafft, in seinem alkoholisierten Zustand die Gleise entlang zu fahren. Das war so absurd, weil wir die Meldung bekommen haben, PKW im Gleisbereich auf der U42, da fragt man sich, das kann nur ein Aprilscherz sein. Das glaubt keiner, ne? Das glaubt wirklich keiner. So, Linda, wir sind an der Störstelle angekommen. Ja. Und bevor wir zweimal laufen, nehmen wir natürlich das ganze Werkzeug schon mal einmal mit. Der Weichensperrschlüssel. Der Weichensperrschlüssel, okay. Und die Weichenkurbel. Dein Challenge-Werkzeug.
wüsste ich jetzt erstmal nicht direkt, was ich damit anfangen soll. Lass dich überraschen. Okay. Es wird interessant. Kommst du mal hin? Ja. Hoch zur Weiche. Das ist der Weichenmotor. Versuch mal hier die Weichenkurbel reinzustecken. Das geht nicht. Nee. Das sagt uns, die Weiche ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen die Weiche erst abschließen. Dafür ist der Weichen-Endsperrschlüssel. Der Schlüssel passt. So, jetzt wissen wir, aha, die Weiche ist gesperrt. Wir können sie kurbeln. Ah. Jetzt weißt du, dass die Weiche in Verschluss ist. Und kannst dem Stellwerker jetzt sagen, dass er den Wagen schicken kann. Hast du mitgezählt, wie viele Umdrehungen du gemacht hast? Einige. Es sind exakt 99. Ah, okay. Ja, Linda, ich würde sagen, du hast die Challenge bestanden. Aber das Wichtigste... Linda, das ist für dich. Okay. Sag dem Stellwerker, dass der Wagen kommen kann. WS01 liegt in Endlage. Okay. Hallo Stellwerk, WSA01 liegt in Endlage. Der Wagen kann kommen. Richtig? Richtig, er wird dir jetzt antworten. Stadtwerke 238, das ist verstanden. Weiche WSA01 liegt in Endlage, Wagen kann kommen. Challenge bestanden, jawohl. Perfekt. Super. Ja, vielen Dank. Linda, hat mich gefreut. Mich auch. Alles, alles Gute noch für dich. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Tausend Dank, alles Gute. Danke dir. Ich würde sagen, da steckt auf jeden Fall eine Menge Arbeit dahinter. Und ich fand es sehr spannend, einen Einblick hinter die Kulissen bekommen zu dürfen. Als nächstes schauen wir uns dann an, was sich hinter der Informationsübermittlungstechnik verbirgt. Mehr dazu dann in der nächsten Folge.